ist der Fight nicht tight. Dann warst du wohl nicht bereit. Hallo, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Episode von Fights in Tight Spaces. Und der Urlaub läuft höchstwahrscheinlich gerade auf Hochtouren. Und ich weiß gar nicht, was ist das hier, Folge 6 oder so? Ich muss nur noch, ja, keine Ahnung, nur noch 284.916 Videos aufnehmen. Und ich habe aber Bock auf dieses Game, Leute. Irgendwie hat mich das doch ein bisschen angefixelt. Und es ist nicht so ein Ding, wo ich sage, ja, okay, eine Folge aufnehmen reicht mir jetzt am Tag. Ich mache da schon eine dicke Session, das wird schon gut. Ja, manche Gegner können sich selbst ein Verbündeter heilen. Was? Der Metzger? Wenn du sie jetzt, okay, beispielsweise betäubst oder wirst, wird diese Fähigkeit nicht ausgelöst. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Was macht er denn? Teilt 3x6 Schaden aus. Okay, okay, let's go. Wie viel Schaden macht der? 12 Felder. Wieso macht der auf einmal 12? Konter macht 8. Ich habe kein Ding, kein Dong. Okay, pass mal auf. Wir gehen auf Umleiten Spezial. Ach nee, nicht Umleiten. Ah, das ist... Ich brauche Entgleiten. Ich entgleite ihm in diese Richtung. Der dreht sich mit, der dumme Dengel. Was ist mit dem denn nicht in Ordnung? Schwer kann ich niedergeschlagen werden. Okay, 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 okay. Hammerfaust. In dein Gesicht. Nee, Konter reicht hier nicht. Konter reicht hier nicht. Deswegen sprinte ich hier in diese Richtung. Kommt da oben gleich noch einer. Zug beenden erst einmal. Noch so einer. Wow, okay, was geht ab? Und der kann auch noch voll weit laufen. Das ist ja super unfair. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann gibt's erstmal einen Stoß. Dann kriegt er 4 Schaden von der Wand. Dann gibt's... Moment, lasst mich mal ganz kurz überlegen. Der Frontaltritt hat gute Reichweite. Kostet mich einen. Also, gibt's erstmal einen Kick. Dann bist du weg. Ach so, Mist. Zurück. Nochmal zurück. Stoß. Schneller Tritt. Frontaltritt. Frage, na, der macht 12 Schaden. Ich bin gerade froh, wieder ein bisschen Energie gekriegt zu haben. Also wir versuchen natürlich so viel wie möglich nichts an Schaden zu nehmen. Das bedeutet für mich, ich werde einen Schritt machen und zwar in diese Richtung. Ah, der dreht sich mit! Muss ich jetzt meine Notfallbewegung ausspielen, bringt nichts anderes. Der hat noch 35, der Lachs, ey. Der hat noch 35. 10er Schaden. Er kann nicht niedergerungen werden. Was für mich bedeutet... Ich könnte ihn hier mit einem Betäubungsfall noch angreifen. Dann kann der schon mal nichts tun. Entgleiten kann ich nur in diese Richtung. Ah, Mist. Schneller Block bringt mir nichts, weil der dreht sich ja mit. Okay, nochmal zurücksetzen. Gut, dass ich das gemacht habe, sonst müssten wir dieses Let's Play nämlich immer wieder von vorne anfangen. Manche würden sagen, geil, geil. Aber nee, nicht so geil. Pass auf, 2 Optionen. Er kriegt jetzt erstmal hier die doppelte Option. Dann entgleite ich ihm in diese Richtung.
was auch nichts bringt. Kacke, kacke, kacke. 6, 12, 18 Schaden. Also 12. Dann hab. Oh Gott, ne. Okay, letztes zurücksetzen. Ich muss gucken, ob ich hier irgendwie wegkomme. Ich komme weg sogar. Okay, die zwei Optionen muss ich. Dann kann ich ihm keinen Schaden machen. Dann kann ich ihm keinen Schaden machen. Aber ich muss die zwei Optionen-Karte spielen, um in diese Ecke hier zu kommen. Und dann semmel ich ihm Betäubungsfall raus. Mehr kann ich nicht machen gerade. Zug beenden. Boah, ich bin super in die Ecke gedrängt hier gerade. Aber okay, er ist da hochgerannt. Das ist ja dann schon mal gar nicht so schlecht. Dann gebe ich mir einen Energiestoß. Ich habe drei Dinger noch. Ich habe drei Dinger noch. Pass auf. Ich könnte. Könnte hier hochlaufen. Könnte aber auch. Taktischer Rückzug. Ich könnte hier hingehen. Ja, so mache ich's. Ich gehe hier hin. Setze Stahlkörper ein. Oh nein, bringt ja nichts, weil dann geht eine Ausdauer verloren. Oh Mann. Na egal. Er macht 12 Schaden. Ich habe 14 Block. Zug beenden. Jetzt heilt er die. Ich muss den ausschalten. Bringt nichts. Der hat noch 37, liebe Freunde. 37. Ein Kopfschmetterer. Könnte ich tun. Zwei Optionen. Ich bewege mich hier hin. Dann baller ich den weg. Ach nein, der hat noch einen übrig jetzt, ne? Weil ich diese. Oh Gott. Ich habe noch einen. Okay, ich rutsche weg. Ich rutsche weg. Ist jetzt gerade taktisch die beste Situation. Umleiten geht nur nach links, rechts, nicht nach hinten, ne? Wenn ich jetzt sage, ich will ihn umleiten, doch, geht auch nach hinten. So. Dann zwinge ich den nämlich schon mal zum Angriff. Stoße ihn auf ihn drauf. Das hat, nee, Moment, die hat keinen Push, ne? Die hat keinen Push, aber ich hätte noch. Kann ihm trotzdem eine reinlümmeln. Und sprinte dann. Wo sprinte ich denn hin? Ja, nach hier oben in die Ecke. Beende meinen Zug. So. Okay, pass auf, dann bewege ich mich aus dieser Situation heraus mit dem Kick. Dann bin ich da oben schon mal frei aus der Ecke. Hab jetzt nur noch ihn hier. Er hat 12 Angriff, macht 2 Schaden. Dann blocke ich das Ding, mach auf Konter, lass mich von ihm angreifen, beende den Zug. Bringt mir alles eh nichts, aber ist egal. Es pumpt halt ein bisschen den Kram hier auf, so. Energiestoß. Da gibt es einen ordentlichen Facepunch. Sehr gut. Warte mal. Nee, lass mal so. Zug beenden. Passt. Okay. Dann let's go. Betäubungsfall. Wie viel hat er? 35. Wurf kostet mich nichts. Heißt, ich könnte Stahlkörper machen. Die zwei Optionenkeule rausholen. Schlagen, ihn auf den Boden werfen. Und dann bin ich erstmal safe für den Zug.
So. Dann wieder dasselbe. Er bekommt das hier schon mal. Er kriegt von mir einen schnellen Tritt gegen die Wand. Ist damit down. Zug beenden. Kriegst du von mir einen Frontaltritt. Dann kriegst du von mir einen schnellen Schlag verpasst. Und dann gibt's von mir nochmal einen taktischen Rückzug. Kommt er näher, gibt's Combo-Finisher und dann bist du weg. Nice! Von 8 Zügen, ey. Pff. Neue verbesserte Karte. Schwächender Schlag. Teilt 12 Schaden aus. Minus 4 Schaden auf den Dings. Muskelkater bewegt. Oh, nee. Krähenfuß. Füge allen Gegnern Blutung zu. Ignoriert Blogger einen Charakterfilm. Okay. Kostet aber 2. Ist schon teuer. Nehme ich hier den Schlag. Klinik beschützen oder in die Kantine. Kantine ist ein Schitteraum. Geh mal in die Klinik. Ob das eine gute Idee war. Da ist wieder ein Informant dabei. Der britische Botschafter ist ein Wehrläufer. Du musst ihn beschützen. Er ist von allem und bewegt sich von selbst nicht. Gegner nehmen eben so ins Visier wie dich. Du kannst den Botschafter angreifen, aber ihn keinen Schaden. Okay. Wenn du den Botschafter beschützen kannst. Warum ist der Botschafter denn hier im Knast? Was will der hier? Okay, Wurf kostet nichts, ne? Dann werfe ich den erstmal hin. So. Dann habe ich nämlich schon mal einen Combo-Move. Könnte ich ihm einen schwächenden Schlag verpassen? Schön mit dem Ellenbogen. Noch 2, ne? Okay. Dann verpasse ich ihm hier schön ein Schmetterling aufs Gesicht. Gleiten oder Block? 8 Schaden. Okay, dann blocke ich. Okay, die konzentrieren sich auf mich. Das ist okay. Der ignoriert Block, oder? Ja, der ignoriert Block. Das gefällt mir gar nicht so gut. Habe ich irgendwas mit Push? Habe ich nichts mit Push. Okay. Okay, verstehe. Dann verpasse ich ihm auf jeden Fall schon mal die kleine Hammerfaust. Dann ist er weg. Ihn stoßen wir in diese Richtung. Gehen Sie mal aus dem Weg, Herr Botschafter. Dann spiele ich. Ich habe noch 2. Die Notfallbewegung lasse ich mir mal noch übrig. So. Dann gibt es von mir hier nochmal einen langen Schlag in das Schnüss. Stehe aber immer noch in der Gefahrenzone. Bewege mich hier rüber. Beende den Zug. Wieso spawnt da gleich einer? Das gefällt mir überhaupt nicht. Energiestoß. 20. Wenn ich einen Eisenkörper hätte, könnte ich den jetzt wegmachen. Habe ich aber nicht. Also würde ich sagen, entgleiten. Schneller Schlag. Auf seinen alten Kadaver. 2 Optionen.
Und ja, das war's. Mehr kann ich nicht machen. Oh ne, manche Gegner sind immun gegen Schaden von vorn. Ja, toll. Na toll. Der hat nur noch zwei. Schneller Tritt gibt einen Push. Das ist blöd. Schneller Tritt gibt einen Push, will ich gar nicht. Ich will eigentlich, ja gut, dann werde ich jetzt für ihn den Combo-Finisher nutzen müssen. Aber dann ist der schon mal raus. Oder wie viel hat der? 29? Ja. So. Dann ist der schon mal raus. Nervt mich nicht. Wie viel Schaden macht der? Teilt 4 Schaden und einen Stoß aus. Könnte aber reichen dann, ne? Wenn ich einen Konter vor ihm mache hier. Ich könnte aber auch komplett wegrutschen hier, ne? Ja, kann ich auch. So. Okay, mache ich das so. Gehe ich der direkten Konfrontation erstmal weg. Frontaltritt. Dann bewegt er sich davon. Betäubungspfeil funktioniert auch erst auf die zwei Felder. Das ist gut, dann macht er gar nichts. Der hat nicht mehr viel, ne? Dann gehe ich jetzt auf ihn zu. Beende meinen Zug. Die Hammerfaust wird reichen. Die macht gerade 5. Kostet mich dann ein Combo-Dings, aber ist egal. Dann ist der nämlich weg vom Fenster. Dann entgleite ich nach hier unten. Gib ihm langer Schlag. Von der Seite. Schneller Tritt. Dann wird er nochmal weggepusht. Und ich beende meinen Zug. Combo-Finisher wäre von der Seite nicht schlecht. Kopfschmetterer auch. Zielt das als Seitenangriff? Wahrscheinlich nicht, oder? Zielt das als Seitenangriff? Ich weiß es nicht. Spiel mal Konter-Konter. Und schau mal, was passiert. Okay, ne, der pusht dann einfach nur weg. Okay, dann werfe ich ihn hin. So, eine Option. Oh, ich kann auf ihm draufstehen. Kann er dann aufstehen? Keine Ahnung, ich block mal einfach. Mal gucken, was passiert. Wie, was hat er gemacht? Warum hat er Schaden gemacht jetzt? Naja. Verstehe. Ich muss weg. So, mehr kann ich gerade nicht machen. Ich habe leider keine Boden-Moves. In die Ecke mit ihm. Der bringt mir nichts. Ich kann da nicht. Kann da eh nicht hin. Ich muss irgendwie. Ich brauche entgleiten. Hier. So, entgleiten. Gibt einen schnellen Schlag. Und dann ist er weg. Wow, nice. Puh. 15 Gesundheit wiederbekommen. Sehr gut. Sprungschlag auf dem Boden. Das ist geil. Ich nehme einen Bodenmove mit. Ja, wir wollen eigentlich, will ich ein Ereignis. Hier hinten wäre ein Arzt. Ich meine, ich habe auch schon wieder relativ gut getankt, ne? Also,
Jetzt weiß ich nicht, wie hart der finale Kampf wird. Noch eine bessere Karte holen fürs Deck. Ach komm. Ereignis. Oh. Hm. 10 Gesundheit. Alles klar, super. Finalkampf kommt aber in der nächsten Episode, Freunde. Hier wird es einen kleinen Bosskampf geben und dem werden wir richtig schön was reindödeln. Was Geheimes, was ich jetzt noch nicht verraten will. Aber wer es sehen möchte, der muss sich natürlich die nächste Episode anschauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao mit Au.